Es ist Zeit zum Pyramidenkehren. Wir schmeißen Steine gegen Sterne. Klar ist es ein Kampf gegen Windmühlen. Werden schon gesehen, wer die echten Global Players sind. Global. Das ist noch nichts, das wird krass werden. Sie alle bürgerrecht auf der Straße kämpfen vor. Es hat nicht nur Platz in den Kastenwagen. Es ist jetzt eine Massenbewegung, so bringen die Wasser weg. Das ist noch nichts, das wird krass werden. Sie alle bürgerrecht auf der Straße kämpfen vor. Es hat nicht nur Platz in den Kastenwagen. Es ist jetzt eine Massenbewegung, so bringen die Wasser weg. Das Bier kannst nicht besiegen, es ist bis zu dem Tag in uns allen. Es hat angefangen mit der Konkurrenz beim Jagen und Sammeln. Unterdessen hat sich nicht gemässiger. Sie gehen noch bereits schon morgen mit der Zeit. Güter ungleichmäßiger verteilt sie worden. In verschiedenen Verbänden. Neoliberale Vertreter von Ländern, vom Norden von Ländern. Schon wieder ein Plan. Meinen wir seien verblendet und wieder ein Fan von der Realitäten vor Welt. Sie wollen die Regulierung von den Mächten. Sie fair und gut für Konkurrenz. Doch die Herren schauen auf Bilanz. Reden von Zahlen und Fakten. Ob es jetzt New York oder Moskau wäre. 95% von den Mächten sind dominiert von ihren Grosskonzernen. Es gibt keinen Wettbewerb. Es geht nur darum, dass sie fetter werden. Ging es um die WTO, würden sie sofort Planet sterben. Immer weniger Arbeit, nicht mehr Chancengleichheit, gute Dienstleistungen, das Privileg von der Reichen. Klasseneinteilung, noch mehr Hass und Neid, weil sogar mit Gesundheit und Wasserversorgung 100%iger Masse verdienen. General Agreement, Trade and Surveys, auferlegt ab 2005. Und es geht um Privatisierung und immer noch gleich, was heisst es fördert. Europa will den Bildungsmarkt liberalisieren. 2000 Milliarden Umsatz im Jahr, musst nicht lang studieren. Heute sind Credit Suisse, Novartis, ABB im Unirat vertreten. Unirat bestimmt Inhalt von Studien. Uni ZH. Gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt, was sie da machen. Damit meinen sie helfen beim Aufrichten von Pyramiden. Das ist noch nichts, das wird krass werden. Sie alle bürgerrecht auf der Straße kämpfen vor. Es hat nicht nur Platz in den Kastenwagen. Es ist jetzt eine Massenbewegung, so bringen die Wasser weg. Das ist noch nichts, das wird krass werden. Sie alle bürgerrecht auf der Straße kämpfen vor. Es hat nicht nur Platz in den Kastenwagen. Es ist jetzt eine Massenbewegung, so bringen die Wasser weg. Es gibt ein Land, wo die Macht nur weitergeben wird unter gewissen Kreisen. Ein Land, wo nur die Elite sich gute Schulen leisten kann, während die Massen nur verblödet. Und so erstaunt sind im Moment nicht, dass der Sohn vom Präsidenten nach 8 Jahren auch der Präsident wird. Ein Land, wo dominanter ist als das Römische Reich. Wenn der Rest aufrüstet wegen NMD-Programm, ist es nicht gleich. Und bei Schadstoffemissionen haben sie den anderen gar nicht einmal gelassen. Das Kyoto-Protokoll hat keinen Platz im amerikanischen Wahlkampf. Für die Industrie finanziert, dafür würden sie gerne Verträge streichen. Und 80% der Wahlgelder kommen von den 0,2% reichsten. 73 Chile CIA beauftragt Mord für die Regierung, die 86 wegen Terror ist verurteilt worden. August 98 in El Shifa, Sudan passiert. Pharmazeutische Fabrik von US Army bombardiert. Mehrere 10.000 sterben, kommen spät Folgen ins Spiel. Und was geht jetzt ab in Afghanistan? Ist nur ein Beispiel. Entwicklungsgelder koppelt an Kauf von Waffen aus Rückhalt. Schulden von Entwicklungsländern durch Zinsen schon mehrfach zurückgezahlt. Es geht immer weiter. Wer weiß, wo das Ende wird führen, wird man Börsengewinn mit nur 0,1% besteuern. Gäbe es 100 Milliarden pro Jahr zur Aufhebung vom Hunger in all den Staaten, wo Menschen mit $1 pro Tag überleben, wer gewonnen für nur den Betrag und bereiten den Aufstand. Schauen zu unseren Familien und engsten Freunden, Widerstand verbinden. Die andere Welt ist möglich, längst noch gefunden. Das ist noch nichts, das wird krass werden. Sie alle bürgerrecht auf der Straße kämpfen vor. Es hat nicht nur Platz in den Kastenwagen. Es gibt immer mehr Klassenkämpfer, so bringen die Wasser weg. Das ist noch nichts, das wird krass werden. Sie alle bürgerrecht auf der Straße kämpfen vor. Und wir sind noch jung in Taten und Wort. Und wir kämpfen für die Missionen, so bringen die Comic schon. Sie geben einen Fuck, posieren stolz neben den Flaggen auf dem Fötterli. Für jeden von diesen Sternen ist schon ein Völkermord nötig gewesen. Jeder von diesen Streifen steht für ein Land, das sie verslavet haben. USA Today und CNN, wo ich sage, was geht. Schauen für sich, für die Interessen von den Altreichen. Es gibt nicht mal einen Grund anzunehmen, mir ist es nicht genau gleich.